Willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Und der Stream hat gesprochen, beziehungsweise einer. Und wir machen jetzt noch erstmal die Brutstätten, die uns noch fehlen. In der Hoffnung, dass wir da überhaupt reinkommen. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Ich gehe jetzt bewusst nämlich erstmal zur Setter, denn das ist die, die wir mich noch nicht betreten konnten. Und das hat genervt. Das hat richtig genervt. Ich will da nämlich rein. Ich will das machen. Wenn ich da nicht reinkomme, dann geht es nochmal zu einer anderen Brutstätte. Und wenn das auch nichts wird, dann geht es weiter mit der Quest. Ganz einfaches Ding. Sollte ja ziemlich easy sein. So, das sind auch meine einzigen beiden Zuschauer. Luna und Tommy. Hallo ihr beiden. Ohne euch wäre dieser Stream unglaublich einsam und langweilig. Ernsthaft. Ich habe jetzt nur kein... Dies ist ein Lobschild. Hallo. So, und... Wir kommen da immer noch nicht rein, ne? Erstmal, was für Gegner haben wir hier? Hier sind sicherlich wieder diese... Bürsche. Ja, das sind die, die sich immer unsichtbar machen können. Aber warum komme ich da verdammte Axt nicht rein? Ich check's nicht. So, wie die Maus sei. Probier's mal. Woo, das war ein schöner Flug. Passt mal auf, Kinder. Komm mir mal nicht hier so entgegengespielt. So. Nächste bitte. Könnt ihr mir hier mit Laser schützen? Alter, wie viel diese neue Rüstung aushält, das ist ja so dermaßen geil. Bumm. So, der nächste. Ey, komm mal her hier. So. Einmal gematcht. Und. Ey. Das war eigentlich ein kritischer Treffer, Junge. Und. Das war's mit dir. So. Das wird zu schwer. Jetzt. Irgendwas? Moment. Es knurrten hier noch durch die Gegend. Nichts knurrt. Was ist denn da oben? Ach doch, da knurrt ja doch was. Ist mir egal. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Wait. Nein, ich komme hier nicht durch. Aber Schaden macht es auch nicht, das finde ich herrlich. Irgendwie nur bei Tag rein oder irgendwie sowas? Es muss doch hier irgendwo einen Mechanismus geben, der dafür sorgt, dass wir hier reinkommen. Oder irgendwie so ein Loch oder sowas? Moment. Nee, hier sehe ich nichts. Wird es wenigstens Tag? Ja, es wird Tag. Diese Rüstung ist echt übertrieben. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Weißt du was? Hau ab. Oder vielleicht gibt es hier irgendwo einen Schalter zum Öffnen. Da oben vielleicht oder so. Moment. Hier ist auf jeden Fall eine Stelle, an der ich hoch kann.
nichts. Hier lang. Aha. Also doch. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Sehr gut. Wir haben den Eingang. Endlich. Also, ab in die Höhle. Und in den Bereich Sigma. Zeta ist das. Okay. Ich bin mal gespannt. Dadurch, dass wir jetzt diese massiv übertriebene Overpowered-Rüstung haben, können wir uns erlauben, hier mal ein bisschen stapfender durch die Gegend zu laufen. Und Stuff einzunehmen. Das Ärgerliche hier ist natürlich, dass wir gucken müssen, wo wir hier überhaupt langkommen. Und langgehen können vor allem. Ich glaube fast... Nee, das ist nicht der Eingang, in dem wir wären. Wait, was ist in die Richtung? 1600? Achso, drohende Schatten. Wir könnten mal gucken. Quest. Aktiv. Nein. Wo haben wir es denn? Aufträge, Banditen, Langhals, Brutstätten. Da haben wir es doch. So. Besser. Jetzt sehen wir nämlich auch, wo wir lang müssen. Ha, wäre mir das nur eher eingefallen. Das hätte uns so manche Engpässe erspart. Okay, irgendwie muss ich da lang. Oh. Okay, hilft mir sogar bei Sturzschaden. Das, diese Rüstung, ne? Das ist bombastisch. Oh. Moment. Also irgendwie war das hier zu einfach. Dafür, dass ich... Am miesesten natürlich. Dieser Gegner an sich, den kennen wir nämlich auch schon. Und... Naja, ich bin mal gespannt, wie das wird. Wir gehen jetzt erstmal hier einfach drunter. Oh, die machen hier voll den Raptor-Move. So, ein, zwei Hits. Dann haben wir es auch schon. Ich habe jetzt echt gedacht, dass wir hier ein bisschen länger rumgeistern werden. Oh, also... Diese Barriere macht Schaden. Na gut, dann müssen wir hier nochmal ein bisschen abwarten. Wir müssen jetzt also irgendwo hier... Hier ist doch irgendwo so ein Ding, wo wir dann hochlaufen können. Da, da ist es. Und nach diesem Hochlaufen werden wir auch schon an den Guten drankommen. Oh, das wird so wehtun. Aber wir haben noch ein paar Fertigkeitspunkte. Wir können hier vielleicht noch mal ein bisschen mehr Schaden rausholen. Gucken wir mal. Schlag von unten, nicht so. Zielbalance bringt uns jetzt auch nicht. Jägerreflexe, nö. Was haben wir hier? Naja, Dreifachschuss ist ein bisschen bläh. Schnellladen. Schnelleres Nachladen nach Gebrauch von beim Gebrauch von Konzentration. Dit is good. Was haben wir hier sonst noch? Bastler. Fallen entschärfen. Uninteressant. Schnellladen ist gut. Das nehmen wir mit. Und dann öffnen wir mal das Türchen von dem fetten Viech. Ich bin echt glücklich darüber, dass wir den jetzt erst machen. Denn wir wissen ganz genau, wo das enden wird. Wuppa. Au. Okay, okay.
Wir wollen hier uns erstmal panic-mäßig durch die Gegend. Und gucken wir mal, was wir uns hier erlauben können, abzufeuern. Noch besser. Upsa, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Okay, pass auf. Wenn du mir so kommst, dann komme ich hier halt eben in den Nahkampf dazwischen. Auch zum Thema Nahkampf. Wir müssen echt mal massiv aus dem Weg gehen, damit sich unsere Rüstung wieder lädt. So, und jetzt können wir den aufhören. Sehr gut, mitten beim Aufladen erwischt. Okay, die Beine sind nicht so, dass man kann sehen, wenn er hier auf mir so rumstrampelt. Ah, Moment. Die Lohbehälter. Die sind gut. Auch die müssen was absehen. Komm, sehe ich das Ding jetzt hier irgendwo? Na gut, dann kriegst du einen Schuss in den Kopf. Wow. Kommt der hier noch mit den großen Geschützen an oder was? Nee. Dammit, da wollte ich ihn gar nicht. Da wollte ich hin. Na komm. Ja doch. Glück gehabt. Okay, alles ist gut. Alles. Na komm, da hatte ich doch gerade was gesehen. Na gut, dann kriegst du den Schuss im Kopf. Mhm. Auf Distanz bleiben. Ich habe gerade noch gesehen, wie er dann einen dicken Lohbehälter hat. Drei Schuss habe ich noch. Fuck it. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Wir haben es noch, wir sind noch voll safe. Fest auf Explosion. Das sind Drohnen. Das sind. Der Penner kann mit Drohnen schießen. Mit dem einen oder anderen Hit. Gut, einmal abgebaut. Ich hatte ihn doch hier. Ah. Eine Millisekunde zu spät. Abgedrückt. Wieder. Das will ich doch gar nicht. Aber gut.
nur auf seinem Rollifilm hier gerade wieder rum. I don't care. Ich will dich einfach nur tot am Boden liegen sehen. Aber okay, ich merke schon, man braucht bei dieser Blutstätte gar nicht so viel Action. Und so viel Geheimnistuerei, wenn man hier eh die ganze Zeit gegen so ein fettes Vieh kämpfen muss. Teil war nicht ohne Grund zwischenzeitlich ein Endboss. Ich dachte, der wäre noch nah genug dran. Da hofft er. Und? Was ist das denn da? Einfach nur Munition. Au. Wieder weg. Na komm, wo lang gehst du? Das ist der Weg, den du gehen wolltest. Okay. Au! Vergesst immer noch, dass das fette Vieh so eine ewig lange Reichweite hat. Hier Müll rumrolle. Au. Wir schauen, ob wir noch ein bisschen weiter auf Distanz halten. Und
richtige Ritz hinzulegen. Wow. Sind alle dagegen gelaufen? Nee. Jetzt reicht's mir aber nicht. Mit dir. Ich hack dir den Fuß ab. Das war die ganze Zeit. So lange, bis du irgendwann mal vor Fußschmerzen am Boden liegst. Nee. Jawohl! Ey, das war gar nicht schlecht. Keine Munition mehr. Das ist natürlich eine Sache, die ich nicht so gerne würde. So. Und gleich ist es soweit. Nur noch ein Hit. Nieder mit dir. Das hat ja doch ein bisschen gedauert. Ey, lässt du mich ja auch wieder raus? Ich hänge hier irgendwo komisch fest. Ist das Ding jetzt echt so beschissen auf mir gelandet, dass ich mich hier irgendwie festgeglitscht habe unter ihm? Das wäre jetzt richtig kacke. Moment. Dann mache ich es mir doch einfach. Und reiße einfach schnell wieder zurück. Weil es ist echt ärgerlich. Einfach mal mies unter der Maschine hängen geblieben. Na gut, aber wir kennen jetzt zum Glück den Weg. Dann werden wir diesen Weg nochmal gehen. Hätte ich das eher gewusst, dann hätte ich hier diese ganzen Roboter gar nicht besiegen müssen. Dann sind die wieder hier. Und jetzt den ganzen Weg wieder zurück. So, ich muss nämlich nur den Kern überbrücken. Langsam, langsam. Nee, wir kennen den Weg ja schon. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich hier gleich so schnell auf diesen fetten Gegner komme. Aber diese neue Rüstung ist auch echt OP. Ich hatte mir tatsächlich... Man muss einfach nur den Gegner lang genug auf Distanz halten. Dann geht das Ganze auch schon. Auch mit Fallschaden und dem ganzen Hin und Her. Und Panic Rollen und solche Sachen. Bombastisch. Nee. Das ist doch jetzt wohl mal echt ein Joke, oder? Das ist doch mal ein Joke. Na gut. Aller guten Dinge sind zwei. Dann werde ich diesmal versuchen, den letzten Schuss nicht unbedingt im Nahkampf zu erledigen. Aber wie dreckig. Ich meine, liegt hier nicht noch die Leiche von seinem Vorgänger? Was ist mit den Wächtern? Ganz
ganz toll. Den ganzen Spaß nochmal von vorn. Jaha. Ach, und jetzt sind die Dudes auch da, oder was? Hab ich den einen wenigstens jetzt belegt? Natürlich beide Dudes wieder da. So, den ersten habe ich. Und komm. Au. Den zweiten habe ich jetzt auch, glaube ich. Immer noch nicht. Jetzt nicht hier. Zumindest den einen will ich hier weg haben. Damit ich wieder mein Schild regenerieren kann. Ich habe natürlich wieder an der falschen Ecke. Den gesamten Spaß nochmal. Erwischen wollte, aber ich habe mich nicht erwischt. Sehr gute Idee, einfach ein Video schneiden, damit es nicht auffällt. Finde ich gar nicht verkehrt. Aber nope. Weg hier. Mal eben schnell beim Durchrollen. Neue Sachen. Craften. Alles schmeide ich gut. Schon wieder dieser 3 Sekunden. Nein, nicht mal. Nicht 3 Sekunden, sondern
hässliche Danebenrollen. Den hast du nicht gerechnet, Dude. So, der erste Teil ist abgeschossen. Ich krieg durch den noch die dicke Erfahrungspunkte. Dreimal. Und wenn er gleich wieder auf dem Land, landen wird. Woo! Neue Munition beim Rollen. Nee. Wer macht das so nicht? Boing. Keine Ahnung, was ich mir gerade die ganze Zeit abfeuer. Irgendwie zu funktionieren. Wupp. Okay, das war ein mieser Treffer. Und noch eine neue Pfeile herstellen. Okay, ich hab's verstanden, ich hab's verstanden. Ich distanziere mich jetzt von dir. Dem Ding nicht mehr kriegen. Jetzt mach du einen auf Maullaser oder was? Whee! Wo ist er denn? Da ist er. Einfach auf den Kopf. Und gib ihm! Was denn hier? Hat das was gebracht? Soll das ein guter Treffer oder? Dafür, dass ich die ganze Zeit der Meinung bin, mit deinem Schwanz auf sowas zu machen. Im Nahkampf einfach mal warum? Ich sollte, wie gesagt, aufhören. Außen. So. Machen wir es doch einfach mit vielen Schüssen. Auf ein neues.
Das waren die letzten Pfeile. Yay. Das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal einkaufen gehen, bevor wir weitermachen. Sehr schön. Informationen zum Überbrücken von Maschinen. Ausgezeichnet. Moment. Anscheinend fehlen uns noch zwei. Oh, jetzt kann ich Sturmvögel, Steinbrecher und Donnerkiefer überbrücken. Und hey, der Ausgang ist frei. Wunderbar. Es gibt noch mehr, die ich nicht habe? Moment. Jetzt bin ich aber ein bisschen verwirrt. Also da unten ist einer, ja. Aber wo ist denn noch einer? Sehr seltsam. Okay, erstmal zu unserem Händler des Vertrauens. Und nochmal ein bisschen ausgerüstet. Das hat zum Glück noch ganz gut funktioniert. Und dann geht es in der nächsten Folge nochmal weiter mit einem neuen, mit der nächsten Brutstätte. Wenn ich irgendwo die nächste Brutstätte auffinden sollte, nehme ich die noch mit. Aber ansonsten geht es weiter mit der Main Quest. Ich bin mal gespannt, was wir noch bei dem Dude alles kaufen können. Aber ich glaube, ich werde auch mal ein bisschen was verkaufen. Vor allem, was halt eben so die Verbesserungen angeht. Ladesequenzen sei Dank. Aber wie gesagt, nächste Brutstätte kommt dann gleich. Hier haben wir erstmal das. Und wo ist mein Händler des Vertrauens? Der ist, glaube ich, da drüben. Oder? Nee. Da ist er. Das ist gar nicht der Händler meines Vertrauens. Egal, ich kaufe trotzdem bei dir. Beziehungsweise ich verkaufe mal ein bisschen was. Und zwar Modifikatoren. Die seltenen vielleicht nicht unbedingt. Aber auf jeden Fall die blauen und grünen. Auch wenn ich die vermutlich niemals benutzen werde. So, hier brauche ich nichts von, da brauche ich auch nichts verkaufen. Ja, komm, was soll's. Dann bekomme ich zumindest den Spaß endlich raus, wo ich könnte hier diese Dinger verkaufen. Ah. Weil wenn die mir eh nichts bringen, Munitionsherstellung, oh, okay, die bringen mir doch was. Egal. Okay, sollte jetzt erstmal reichen. Wir können jetzt erstmal wieder ein bisschen Rohstoffe kaufen, denn wir brauchen nämlich jetzt wieder ganz viele Drähte. Damit wir nämlich wieder neue Pfeile bauen können. Wir haben nämlich so viel davon verpulvert.
Eigentlich könnt ihr uns mal langsam Massenrabatt geben, so viel wie wir hier verdonnern. Warum kann ich so viel davon kaufen? So, dann nehmen wir noch ein paar Schnellreiserationen mit. Naja, zwei noch. So. Und dann sind wir doch schon wieder ziemlich gut safe unterwegs. Und können uns direkt hier unten hin teleportieren. Wo wir dann hier unten zu der nächsten Brutstätte wandern. Das mache ich aber offscreen. Bis gleich.